Wer kennt denn nicht das alte Leid? Man wird geredet und weiß im Nachhinein nicht, wer es war. Ja, man kann natürlich im Tryblock nachsehen, aber tja, wenn da nicht ein Tier oder ein Mitspieler drauf geht, dann wird auch nicht verzeichnet, wer bei euch eingebrochen hat. Sprich, zerstört man nur Strukturen, wird das nicht im Tryblock aufgezeichnet. Was kann man jetzt so tun, um trotzdem herauszufinden, was für ein Bandit du bei mir eingebrochen hat? Da gibt es eine einfache Möglichkeit, und zwar, ihr tämt euch wirklich lohmäßige Dodos. Diese Dodos platziert ihr dann systematisch an Schlüsselpositionen in eurer Basis und stellt diese so ein, dass sie keinen attackieren. Dann nehmt ihr eine andere Gruppe Dodos her, platziert diese ebenfalls an Schlüsselpositionen und gebt ihnen den Befehl, dass sie aggressiv sein sollen. Ja, was bringt jetzt das Ganze? Ja, ganz einfach, wenn jetzt jemand zum Beispiel mit dem Raketenwerfer bei euch an einer Foundation oder einer Wall anklopft, gehen die dahinter befindlichen Dodos drauf. Ne? Oder wenn jemand die Türe aufspringt oder sonst irgendwas. Macht es mit eurem Dodo. Und schon habt ihr einen erfolgreichen Eintrag in euren 3-Block, wo ihr den euren kleinen süßen Pipi-Matz umgebracht hat. Sollte kein Dodo bei der Aktion draufgehen, ja, dann habt ihr noch immer die Gruppe der aggressiven Dodos und diese müssen ja dann zwangsläufig getötet werden. Ansonsten nerven die einfach die Angreifer und fügen denen auch dann Schaden zu. Ja, ist jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen aufwendig, aber wenn man die dann, wenn man richtig halbwegs platziert hat, dann stören sie auch nicht in der Basis und sie bieten einen wirklich guten Schutz. Also ich konnte dadurch schon so einige Banditos, die was ich zum Beispiel nicht an den Raid-Schutz hatten wollten, etc. auswendig machen und ihnen dann auf den Fühler klopfen. Ja, ich hoffe, dass euch dieser kleine helfen konnte oder helfen wird. Ich würde mich natürlich dementsprechend über ein Däumchen nach oben, ein Abo-Böchchen freuen. Ja, dann würde ich mal sagen, halt die Ohren steif und bis zum nächsten Video. Yeah.